Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Heute gibt es wieder Montag-News mit ganz viel Beef und Pixel drauf. Pixel ist die Kirsche auf dem Beef. Hallo Pixel, was hast du wieder gemacht im Internet die Woche? Sehr viel Essen bestellt. Nein. Hast du da Leute beleidigt? Nein, ich beleidige keine Leute. Warum beleidigst du keine Leute? Weil ich ein netter Mensch bin. Alles gehört auch zum guten Ton, Leute zu beleidigen im Internet. Ich bin zu alt dafür. Hast du das Internet nicht verstanden? Als 20-Jähriger, da profiliert man sich, indem man Leute beleidigt. Ich bin auch keine 20 mehr. Ah, hättest du gesagt, du bist 21. Man hört es dir leider auch an, dass du antwortest ja immer gefühlte 2 Sekunden später immer auf irgendwas. Das stimmt, ich merke das schon. Das Gehör hängt hinterher. Das ist eine Demenz. Ja, das ist, ja, geistige Demenz ist das. So, wir haben nämlich heute, wie ihr es im Titel schon seht, ich würde nicht sagen Clickbait, aber der Rapper Tilo, ja, der 20-jährige Rapper, hat sich mit Matthias Clemens angelegt. Hast du da was mitbekommen? So halb. Ach komm, du weißt doch schon alles, du bist doch in der ganzen Twitter-Bubble unterwegs. Also würde ich sagen, wir gehen auch mal direkt jetzt rein, natürlich nur, wir gucken uns noch TikToks an. Wir ködern das mal an, dann schauen wir uns TikToks, lachen drüber und dann geht's los, oder? Rennen in den Lachs, ja. Ja, apropos in den Lachs, ja, wir gehen in die Badewanne. So, ich hab da, ey, Alter, da, ach, ich spieß einfach ab. Suppe ist fertig! Suppe ist fertig. Ich bin die letzte Zutat! So, was sagst du dazu? Bist du sehr... schon ein bisschen kaputt, aber das lustig. Wie heißt der? Adlersen? Adlersen, ja. Extrem lustig. Hat mir jemand auf Insta geschrieben, hey, das ist ein älteres Video. Da dachte ich mir, okay, kannte ich gar nicht. Aber echt, ganz lustig und sehr verstörend. So, und dann haben wir jetzt noch ein sehr verstörendes Video, wie RTL oder Sat.1 oder was auch immer das ist, Leute extrem gut darstellen. Ja, gib's mir, Baby, aber saftig. Du bist eine Frau und keine Statue. Gut. Klasse, sexy Bild, als gehen wir die oben hochladen. Ja. Sophie, geil, Sophie. geil. Ja, gib's mir. Dazu kann man doch nur Leute nötigen, oder? Das ist auch verstörend. Gleich zwei verstörende Sachen. Wollen wir dann gleich zur dritten verstörenden rübergehen? Kevin Walter kommt das später, Leute. Also nicht, dass jetzt wieder einer sagt, hey, Walter, kommt jetzt der Kevin? Nein, der kommt das später. Leute. Da hätte ich nur eine Frage. Kotzt. Warte mal. Bei dem gerade, ist es aus irgendeinem Trash-TV-Format? Na, natürlich. Es wirkt so mäßig. Warte mal, das siehst du auch an den Kameraeinstellungen, dass es auf jeden Fall genau. Gut geskriptet ist. Ja, das ist typische RTL Sat.1 Dings hier rüber und ja, das ist Trash TV. Ich kenne die glaube aus dem Trash TV, weil ich ja immer Trash TV schaue und da hole ich immer meine Schnucklischen, meine Fanboys, die sehen alle so aus. Also mittlerweile muss ich sagen, ich glaube die Science-Trologen sehen auch so aus. So hier die Männer, die Frauen, die Transgender daneben, die sich noch nicht gefunden haben. Passt, oder? Ich glaub schon. Bisschen, ja. Ja, wenn ja, macht ja nichts. Ich hab euch ja trotzdem lieb, aber nur wenn ihr Geld überweist. Ansonsten könnt ihr mich mal. Ja, so, komm. Komm, wir gehen mal zu anderen moralischen, guten Menschen rüber, die eventuell eine Klatsche laut Matthias Clemens verdient haben. Moment, da muss ich mal. So, verdient haben. Wir gehen nämlich mal rüber zum T, zu dem Low. Heißt der Tilo? Ja, Tilo heißt er. Tilo. Ja, Tilo. Der ist ein 20-jähriger Rapper. Und er hat sich so ein bisschen mit Matthias angelegt, mit Matthias Clemens. Und Matthias feiert das jetzt auf Twitter. Am Anfang hat er es gefeiert, nun langsam. Nee, der Bogen wurde jetzt überspannt, aber dazu kommen wir noch. Hier sieht man, wie Tilo da liegt, mit dem Mittelfinger. Ich habe ja selber ein Lied von ihm. Auf Spotify, was so, ja, hab mal gedacht, okay, Autotune hat mir ganz gut gefallen.
wo er so, mhm. so drüber rappt, hier, dass er früher Pizza und er war froh drüber, wenn ein Kumpel ihm was vorbeigebracht hatte. Fand ich ganz geil. Mit seinen Jungs da so. Und jetzt seit der Woche jetzt hat sich da ein bisschen wieder was verändert. Das war auch der Typ, der bei, war Tilo nicht der Typ, der bei Knossi Kippen geschnurrt hat? Das kann sein, ja. Ja, ja, doch, das war Tilo. Der hat bei Knossi Kippen auf irgend so ein Event geschnurrt. Und dann kam er wieder und hat wieder geschnurrt. Also er ist ein kleiner Schnorrer. So, dann sind wir hier. Matthias hat geschrieben, ich hasse diesen Torlo-Caps. Ich glaube, das ist Tilo, sein Dings-Account. Ich kenne keinen Song, keine Streaming-Zahlen, nix. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass er auf dem Splash keine geraden Satz hinbekommen hat. Ich nur gehört habe, wie er jegliche Droge und Medikamente verherrlicht. Soll er sich töten, aber nicht die Jugend versauen. Also hier geht es nochmal darum, dass er halt mit Betäubungsmittel und so wirbt. Wie geil das ist. Ja? So habe ich das jetzt mit der Recherche rausbekommen. Bin ich da richtig? Pixel, du bist ja da auch ein bisschen in diesem Universum unterwegs. Ja, das hast du gut zusammengefasst. Betäubungsmittel hier zusammengefasst jetzt nicht typische harte Drogen wie jetzt Crack, Kokain oder sowas, sondern vegane Lebensmittel. Eher Richtung Medikamente. Was ja auch einige Leute als Drogen dann missbrauchen, was schon, finde ich, härter ist. Als wie heißt das? Tilidin? Nee, Tilidin. Tilidin. Sowas. Codein. Also Schmerzmittel, die du leicht übers Internet bekommst. Und Kenex. Ja. Nee, wie heißt das? Kenex? Anthrax? Xanax. Xanax, ja. Tut mir leid. Xanax. Tut mir leid, der Körper ist nicht mit Drogen in Kontakt gekommen. Also so Schmerzmittel und so eine Scheiße, womit man sich wirklich leicht aus dem Leben kann. Ich habe da keine Ahnung von sowas. Ich bin nämlich Reinhäuter und Reinbluter. Nee, Reinbluter ist scheiße. Wenn man den Rein blutet, wird der rot. Nee, die armen Fische. Ah, aber irgendjemand muss ja die Fische krank machen, wisst ihr ja. Also Plastik ins Meer werfen. Also hier, dann gab's noch, er hasst mich einfach. Haha, Bro, ich kenne dich nicht mal. Und Matthias schreibt, du bist schnell zu triggern. Ich kenne auch nur, was ich dort niedergeschrieben habe, aber war fast 2 Jahre offline, also hier, YouTube. Ich habe meine letzte Story übrigens nicht gelöscht. Tilo, der Rambo, hat gelöscht. Dadurch war meine weg. Logisch. Wir gucken mal, was wir daraus machen. Ja, weil Tilo soll sich da nicht so benommen haben. Also hier sieht man nochmal den Twitter-Account von Matthias. Bruder, du bist über 40, was treibst du hier? Matthias schreibt nochmal, meine Jugend nachholen. Fand ich gut. Jetzt ist er zurück auf Twitter, auch durch diesen ganzen Sexismus, ja. Und hier ein bisschen mit den Tilo-Fans streiten. Jalla, kommt auf Twitter, Leute. Twitter ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam, sonst schaue ich ja auch kein Twitter. Hier sieht man nochmal Tilo, wer ihn nicht kennt. Keine Liebe hat er hier. Ist das gefaked oder? Sieht er wirklich so aus, der Junge? Ja, der sieht wirklich so aus. Keine, echte Tattoos. Keine Liebe von Prinz Porno. Prinz Pi, keine Liebe Records. Kennst du noch? Ist schon eine Weile her, ja. Ja, Prinz Pi war auch so, den habe ich früher sehr gefeiert, auch gehört, zu Agro Berlin, zu eigentlich jeden. Ja. Frage, ob Tilo den kennt oder aus einem anderen Grund dieses schöne Keine Tattoo Ahnung, hat. Einfach nur so, weil er keine Liebe empfangen hat, ich weiß es nicht. Wir wollen ja hier nichts, aber Leute, die 20 sind und sich, wir wissen ja selber, was tätowiert ist, ja, das gehört in den Müll. Also, wissen wir ja schon seit einigen Jahren, nur Reinhäuter haben reine Haut, weil reine Haut richtig reinhaut. Wissen wir ja. Ja? Ja, und Pixel ist auch nicht so ein Reinhäuter. Pixel hat auch irgendwelche Chemikalien auf seinen Körper geträufelt, die dann so einen Schrift von. Steht da drauf nur Homo bei dir? Dann wird es feiern. Nein, keine Schrift, nur Bild. Oh, ist es ein Bild, was für dich eine Bedeutung hat oder einfach nur so ein Tribal-Scheiß, wo ich sage, hey, guck hier, Arschtattoo, Bitch One? Nö, das hat für mich eine Bedeutung. Okay, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Ja, und Baseballschläger auch. Ja, nee, dann finde ich das schon sehr legitim, dass du dich so, verschandelt hast. Sag mal, verschandeln? Gibt's dieses Wort überhaupt? Ich weiß es nicht. In der Jugendsprache nicht, aber bei den alten Menschen, ja. Ja, das sind wir ja. Wir sind ja jetzt schon graue, wir sind die grauen Füchse. Ah, nee, darf man ja auch nicht sagen. Graue Füchse, dann geht's dann wieder zur graue Pant. Ah, nee, komm. Graue Wölfe. Ach, scheiße. So, und dann haben hier die Fans von Tilo, schreibt Matthias, die Tilo-Fans machen mir Angst. Die haben bestimmt Stühle auf Kobold bezogen, dass er wieder mit Max Matzen Stühle wirft. Also auf Max abspringt und dann die Stühle auf Matthias feuert. Darauf war das bezogen, nochmal auf einen anderen Beef.
Und da gab's was für Verherrlichen. Also hier, es ging jetzt um die Drogenverherrlichung. Wie kann man so ein Opfer sein, hat jetzt jemand Matthias geschrieben, und einen 20-Jährigen hassen, weil er Erfolg hat und man selber eine fette Stoffersau ist. Das ist sehr herabwürdigend. Matthias stofft ja nicht. Also wenn er mal was, dann, ja, sehr nicht erfolgreich, sagen wir es mal so, und hat dann direkt aufgehört damit. Es war ja nur mal so eine Testphase. Und dann gab's dann Hurensohn. Moment, wir sind erst beim dritten. Dann jetzt kommt das vierte. Hurensohn. Also kann man sich damit unterhalten? Ist das intellektuell auf dein Niveau, Senior Pixel? Das ist vollkommen mein Niveau, aber das ist halt keine Diskussion oder ein Unterhaltung. Das ist mein Niveau, aber keine Diskussion. Okay. Das ist nur beleidigen. Das gefällt mir schon mal. Man sieht schon, wo es hingeht. Matthias, dann warum sollte man 20-Jährigen nicht haten können? Man darf nur Ältere haten, ein Opa darf sich also gar nicht mehr beschweren, logisch, ja, ist die Regel. 20-Jährige, also Thilo, dürfen 14-Jährige in die Medikamentensucht treiben und als 38-Jähriger darf man dazu nichts sagen. Logik. Das verstehe ich, dann wird man ja als Boomer dann auch beleidigt. Gut, wer sich das jetzt annimmt. Aber apropos, ja, Boomer-Generation, ich verstehe es. Mhm. Ja, die kriegen nicht mal mehr einen PC an, die wissen ja nicht mal mehr, wie Windows geht und kaufen sich Apple-Geräte. Also für mich sind alle Boomer, die Apple-Geräte haben zu Hause. Hast du ein Apple-Gerät? Nein, ich habe kein Apple-Gerät. Oh, Gott sei Dank. Gott segne den Herrn. Wir müssen ihn nicht erschießen und rauswerfen. Ah, da haben wir noch. Das ist nämlich nochmal so ein No-Go, nochmal eins mehr. Ich habe bis jetzt meine näheren Bekannten, gute Bekannte, habe ich auch eigentlich dazu genötigt, kein Apple-Dreck mehr zu kaufen. Ich überlege gerade, nee, es hat keiner mehr ein Dreckphone. Warte mal, nee, nein, ist weg. Sind alle weg. So, also keine Generation Boomer bei mir im näheren Umfeld. So, und dann gab's hier nochmal, Stoffer, Gollum, Stoffer, Hurensohn, verdient, Hurenhund. Ja? Was für widerliche Menschen Thilo hören? Kobold-Level? Es wird gefährlich, mein Freund, aber ganz. Ich glaube, Thilo ist sich da auch nicht bewusst, mit wem er sich da so anlegt. Weil er wusste bestimmt auch nicht, dass das Matthias mit Farid ganz gut ist. Und Farid und Kollege, könnt ihr ja mal suchen, die haben auch Thilo schon vorher gedisst. Aber extrem geil, weil Thilo einfach verkackt hat nicht Live-Konzert, auf der Stage. Es ist mittlerweile, finde ich auch die Generation Newcomer, ich komme auf sie, die neuen Kommer, können nicht mehr live performen. Es gibt ein, zwei Leute, wo ich sage, ja, das gefällt mir, passt schon so, aber dieses Autotune-Hunde in den Arsch geficke, ja, und Klicks, KäuferInnen, nee, wie channelt man das korrekt, aber wir channeln hier nicht. Es ist alles einfach nur, ich weiß es nicht, ich fühl's nicht mehr. Die Musik ist jetzt nicht schlecht, aber sobald es um Live-Künstler geht, scheißen viele rein. Wie siehst du das? Ja, das ist leider sehr traurig, dass viele Newcomer halt Playback performen. Das hat schon eher was von Popstar, also von Popsternchen, die nämlich das auch hier nur machen. Ja, aber Rap kommt ja einfach über dieses Bam in die Fresse. Ich bin Straße, ich bin jetzt hier, ich hol meine Fans ab. So sehe ich Hip-Hop. Das ist ja auch der Witz. Ja, normalerweise früher, ja, also jetzt Boomer Talk, war das so, da war das Skill erstens auf dem Beat, den zu treffen, ja, auf den Takt zu rappen, einen Flow noch zu haben. Ja. Geile Vergleiche, geile Wortspiele, wie Kollega zum Beispiel oder Farid das machen, ja, weil da trifft es ja zu. Er ist die Oldschool-Generation jetzt mittlerweile, ja. Aber die gehen live auf eine Bühne und performen ihre Songs live. Aber wenn ich auf die ältere Generation, also als ich noch Jugendlicher war, vor 5 Jahren ungefähr. Ja. nee, war ich jugendlich, ja, würde ich behaupten. Bin ich auch heute noch. Wenn ich da mit meinen Eltern oder so geredet habe, die sahen das ja genauso, die heutige Musik. Es fängt auch ab einem gewissen Alter an, dass du alles scheiße findest. Es ist ganz normal so. Und dass die jüngere Generation es nicht verstehen kann. Ab einem gewissen Alter verstehst du es dann irgendwann mal. Und da streiche ich halb. Denn ich habe auch Sachen gefeiert als Jugendlicher,
alte Musik. Hab ich auch, weil, ich feiere heute auch noch. Aber aus dem Grund, weil ich hab halt auch als Jugendlicher nie Musik gefeiert, aber das ist halt speziell, wie ich das so empfunden habe. Was so Playback war, das hat mich immer so, der Künstler, ich konnte den nicht ernst nehmen. Weißt du, wenn er nicht live gesungen hat oder live seinen Song performt hat, dann war es für mich kein Künstler, weil ich den nicht ernst nehmen kann, wenn er nicht live singen kann. Ja, aber das, so halt, ne? Das habe ich aber zu dem Zeitpunkt auch noch nie so mitbekommen. Klar gab es ab und zu mal ein paar Künstler, die ich gefeiert habe, aber die haben auch Playback gesungen. Ja, ich habe das dann nicht, ich habe das aber mit 12, 13, 14 überhaupt nicht mitbekommen. Weißt du, ich habe den einfach abgefeiert wegen der Musik. Darum ging es ja eigentlich auch. Aber wenn man live irgendwo auftritt und Leute da was bezahlen dafür, dann möchte ich aber auch live seine Stimme hören. Ja. Weißt du? Das war jetzt, was ich letztens gehört habe, war Farid war hier mit Bad Moms, yeah. Die ist eine 20- oder 21-jährige, ist Mädel. Boah, ich glaube, die ist auch live performt. 20. Oder 20. Ja. Die hat ja auch live. Fand ich ganz cool, als Farid da reinkam und dann hat sich Farid auch nochmal bei Sido entschuldigt für die ganzen Disses. Ja, nee, hab ich gedacht, okay, das Mädel, das hat's drauf, das fetzt. Also das ist so gerade so die Künstlerin, wo ich sage, hey, die ist cool, die gefällt mir so. Die war auch jetzt mit der Savage mal so im Studio, fand ich ganz cool. So. Ja, dann komm, wir gehen mal weiter. Da hat jemand auch geschrieben, der weiß gar nicht, mit wem er sich eingelassen hat, auf wen er sich eingelassen hat. Ja, Tilo ist das neue Ziel der Zektology. Das wird die Sau durchs Dorf, ja. Da wird die Sau durchs Dorf gejagt. Alles fing mit einem Seitenhieb an, ohne Kritik, aber asoziale, freche Art, das wird wohl ausarten. Schauen wir demnächst. Also, aber die asoziale, ja. So, schauen wir demnächst. So, und jetzt kommen wir nämlich in die Insta-Stalking-Dinger rein, weil Stalking, ich lade das ja alles runter, danach stalke ich Matthias immer. Ich stalk eigentlich fast jeden Insta-Florenzer. Ja? Wissen wir ja. Ich habe ja hier 5 Terabyte voll mit Schmutz. Ah, dann gehen wir jetzt mal rein. Moment, ich muss mal diese Story hier noch zurückspulen. Ach komm, wir machen einfach Freestyle, weil wir können nämlich live performen, ja? Wir verstellen nämlich nicht unsere Stimmen. So, komm, es geht los. Was ich gesehen habe mit diesem Codein, da das so extrem verherrlichen als Jugendlicher. Irgendwas 20, deine Fans sind 13. Ich habe da wirklich Kekse drauf. Ne? Das habe ich schon 1000 Mal gesagt in 1000 Videos. Es gibt 1000 Videos von mir, wo ich das auch über andere Rapper sage. Ne? Also, mal wirklich Spieltalk. Da ist wirklich ein Drecksbeispiel. Und all seine Fans, die mir schreiben, ist Hurensohn das Geringste, das triggert mich nicht, weil ich nehme nicht irgendwelche Kinder ernst. Aber man sieht ja, es funktioniert, dass seine Fans so behindert sind, überhaupt so zu agieren. Er verherrlicht das. Und seine Fans sind zu jung, das zu verstehen. Ein MC Boogie, der redet drüber als abschreckendes Beispiel. Der verherrlicht nichts, der erzählt, ja, wie scheiße das war. Also, wenn man sich MC Boogies Sachen anguckt, das wird verglichen, das kann man absolut nicht vergleichen. Nein. Der sagt, dass das ihn krank gemacht hat, dass. Ja, bei Boogie auf jeden Fall. Also hat er auch jetzt schon ein gewisses Alter und den glaube ich das auch, wenn er so erzählt, der Straße, und man hört auch viel davon. Müssen wir jetzt nicht so weit reingehen bei Boogie. Allerdings kaufe ich das halt ab. Bei ihm weiß ich, okay, er hat Erfahrung im Leben gesammelt. Auch ein Flair hat Erfahrung, auch ein Sido hat Erfahrung. Sowas in der Art, weißt du? Mit 20 in irgendein Drogendings reinzurutschen, unreflektiert zu sein und dann das sagen, das ist geil. Weiß ich nicht. Also, Pixel, möchten Sie was dazu sagen? Ja, ich finde wie die Szene sich entwickelt hat, die sogenannte Szene ist echt zum Kotzen. Generation TikTok. Weil es haben auch schon viele etablierte Rapper gesagt und denen kann ich mich nur anschließen. Früher haben die Dealer gerappt, ja, dass sie Sachen vertickt haben und heute rappen die Junkies. Stimmt. Das ist so. Und dass ein Ticker über sein Geschäft rappt, ist auch scheiße. Aber man muss auch gucken, wo halt Hip-Hop herkommt. Es kommt aus den Armvierteln aus Amerika, wo halt die Leute damit raus wollten aus den Slums. Ja. Aber es kann sich doch auch Sachen in der heutigen Neuzeit auch verändern. Natürlich. Es ist auch eine coole Kunstform, meiner Meinung nach. Weil du halt so viele lustige Wortspiele drin hast. Leute, die es halt können. Geile Beefs, geile Disses gab's in der Szene, aber dass du nur noch rappst, so ja, ich baller mir jeden Tag irgendwelche Medikamente rein oder sowas und das dann Kinder pass auf, hören. Pass auf, wo du sagst. Ja, furchtbar. Ja, die sind 20 und wenn man sich ein Album von den Leuten anhört, es hört sich alles gleich an. Es geht immer nur über Liebe, über der Mann ist ein Wichser oder die Frau ist eine Schlampe. Ja. Und das ist aber auf 18 Tracks gestreckt. Es hört sich jedes Lied gleich an. Klar, können die haben ja noch nicht diese Lebenserfahrung, dass sie jetzt über andere Sachen rappen können.
ist ja logisch, mit 20 hast du auch ein ganz anderes Bild davor. Was willst du ein Rapper-Album machen? Das ist eigentlich nur, kann und ja nur Kiki-Kaki sein. Aber wenn ich das zu der Zeit von Flair sehe, mit Trendsetter und so, was die in dieser Zeit schon alles erlebt haben und rübergebracht haben, für Storys hatten in ihren Texten, krass. Die heutige Jugend ist einfach nur zugeschossen mit irgendwelchen Scheiß und sagen, das ist gut. Aber was willst du den Leuten denn mitgeben, wenn du halt nicht mal rausgehst in die Welt, dir was anguckst? Dann kannst du nur Phrasen, du musst ja mal dir die Texte anhören, wenn ein 20-Jähriger über Herzschmerz rappt oder sowas. Aber nice. Es sind nur Phrasen. Hör dir mal jemand an, wie Sido als Beispiel, der einen Song macht über Trennung, über Herzschmerz, über was für Themen er da anschneidet, wie tief er da reingeht. Aber guck mal, wir vergleichen die aber jetzt 18, 19 ist. Wir vergleichen aber jetzt die Hosenscheißer mit Superstars. Ja, das stimmt auch schon. Du kannst einen Ronaldo nicht mal mit einem Erstligaspieler vergleichen. Weil für mich ist halt Sido, Savas ist halt wirklich Kollega und Farid sind halt so eine Liga. Ich könnte auch noch andere Leute nennen, aber die kennt halt kaum einer. Ja. Ist so? Ja, Manuel Neuer. Manuel Neuer. Ist über Freestyler. Die Bälle nur Oliver Kahn. Ja, ist der Eier, ist okay, dann gehen wir mal weiter. So, komm, wir hören mal weiter, Matthias, rein. Das ist gefährlich, das. Und deine Fans sind zu jung, das zu verstehen. Dein MC Boogie, der redet. Achso, okay, hat man eben gehabt. Voilà, es geht weiter. Der nächste, der Tilo zerlegt. Was? Wird der nächste, der zerlegt, wird Tilo sein? Achso, wird der nächste, der zerlegt wird. Sorry, Leute, ich habe das jetzt nur so, ich habe das vorgelesen. Nicht, dass ihr wieder denkt, dieser Pisser, der hat schon wieder seine Ostler-Sprachstörung. Nein, diesmal war es der Text. Was willst du da zerlegen? Der Junge ist doch schon am Ende. Sein peinliches Verhalten, seine Stimmungsschwankung. Erst schreibt er mir auf Rambo, dann auf so, dann auf so. Was willst du denn dissen? Ja, wir waren höchstens super lustig. Ja, den auch zu einem Meme. Der juckt mich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur... Er wollte eigentlich nur... Guck mal zu dir, du kleiner Pisser. Ja, er wollte halt eigentlich nur darauf hinweisen, hier, was das für ein Mensch ist, was er für Abnehmer ja vorher schon gehabt, Drogenkonsum und bla, verherrlicht seinen 14-Gängen. So, Freunden, Followern, so, ja. Dann gab's halt, dann langsam artete es jetzt aus. Dann hat ihm jemand geschrieben, in einer Fragerunde, Donnerstag. So, stolz, dass dein Hund gestorben ist, piss auf sein Grab mit Herz. Der ein oder andere wird jetzt sagen, boah, ja, da wir Matthias schon öfters mal hier behandelt haben, der wird jetzt wahrscheinlich sehr ausrasten. Ja, manche Stellen werde ich jetzt auch, sorry, piepsen, um Matthias zu schützen. Ja, also, wisst ihr Bescheid. Guck mal zu dir, du kleiner Pisser. Bei Gott, ich schwöre, bei Gott. Ich habe auch ein Anti-Gewalt-Mindset, wie ein Anti-Drogen-Mindset, weil ich alles früher gemacht habe. Aber für dich, du hast dein Profil ja öffentlich, mit deinem Interesse, mit allem. Ich schwöre dir bei Gott, auf sein Grab. Ich hasse Ansagen im Internet, ne? Aber diese Sache, ich habe mich mit Hunden und Huren so genannt, kein Problem. Aber du, wenn ich dich sehe, und irgendwann sehe ich dich, ja, man sieht dich immer, ich habe dein alles gespeichert, kriegst du Teledin auf Rezept. Bei Gott, ich schwöre drauf. Also dieses Schmerzmittel auf Rezept. So. Ja, wir gehen mal weiter rein. Und nochmal, ich hasse diese Ansagen, aber du hast überschritten, mein Freund. Und du bist doch noch öffentlich, man kennt dich. Du hast deine Grenze überschritten. Also ist es wahrscheinlich, ist doch ein Bekannter oder ist es einfach nur ein öffentliches Insta-Profil? Das ist eine gute Frage. Weil ich glaube kaum, dass sich Matthias von normalen so hart triggern lässt und dann so eine direkte Ansage macht. Du hast geäußert, dass es vielleicht jemand sein könnte, also vorhin haben wir gequatscht, aus dem näheren Umfeld von Tilo. Also entweder ist es er selber, also Tilo selber, oder aus dem näheren Umfeld, weil wer würde sonst ein öffentliches Profil mit Adresse oder sowas haben? Ein Kind. Und wo er, also ich sag mal, wo Matthias dann auch so hart ausrastet, oh, allein Matthias. Dieser Post ist schon sehr hart, ihm gegenüber, weil wer halt das letzte Jahr halt verfolgt hat mit ihm und Amino, das war schon sehr herzzerreißend. Ja. Und das ist, geht nicht. Also jeder, der selber Haustiere hat, sei es Hund oder Katze und Krankheiten mit den Tieren mitgemacht hat, weiß, dass das wirklich wie ein Familienmitglied ist und das geht nicht. Also das hat ja nichts mit meinem Matthias selber zu tun. Nein, das ist einfach nur ein Angriff darauf. Aber sondern, ich frage mich jetzt, es wird kein 14-Jähriger sein, auch kein 16-Jähriger. Nee, das wird wahrscheinlich schon jemand sein, der erwachsen ist, weil dieser Post zieht einfach nur ab, ihn aus der Reserve oder ihn einfach anzupissen, um ihn
um ihn rauszulocken, weißt du? Aber um ihn aggressiv ja, zu machen und. Wir wissen ja, was passiert ist mit dem Kobold und dessen Community. Ja. Ja, also diese möchte gern Bodybuilder-Trainer, ja. Mit. Ja, da kann man auch mal, kommt jetzt auch mal, kann man auch wieder ein gutes Beispiel bringen. Ja, mit 20 hast du halt wenig Erfahrung. Dann, wenn du mit 26, 27 Jahren ein übelster Trainer bist vor den Herren im Bodybuilding, kann nicht auf der Bühne und sowas, wie kann man da so krass Ahnung haben, indem man halt Sachen versucht aus irgend so einem schwarzen, roten Buch und das einfach seine Rattengruppe dann halt spritzt und sagt, nimm mal mehr, nimm mal weniger und ich hab das so und so gemacht. Ja. Leute, nehmt die Finger vor, nehmt Abstand von allgemein solchen Leuten. Ihr braucht keine Steroide oder irgendeine Scheiße. Das ist Schwachsinn. So, komm, wir gehen mal weiter rein jetzt. Wir wollen nicht so weit ablenken. Man kennt dich. Du hast eine Grenze überschritten. Da kann dir keiner helfen. Auch nicht die Polizei. Und für alle anderen ist peinlich, sowas online zu machen. So peinlich, sowas online zu machen? Ich sag euch, 100-mal Hurensohn, ich hab drüber gedacht. Hier hört der Spaß auf. Ich weiß, wer du bist. Du kriegst jetzt auch eine Nachricht. Ich habe auch keinen Bock, dir zu schreiben. Du kannst jetzt zur Polizei gehen, irgendeinen anrufen. Wenn ich dich sehe, ich schwöre bei Gott, Teledin auf Rezept. Also, Teledin auf Rezept. Und an euch, Leute. Ich hasse diese Gewaltansagen. Ich hasse, ich schicke dies, ich schicke das im Internet. Ich bin wirklich gegen Gewalt. Obwohl ich mit sehr viel Gewalt groß geworden bin. Aber als ich das vorhin Shisha Bar gelesen habe, ich hatte einen kurzen Durchdreher und wollte eine ganz ekelhafte Story machen. Aber das... So. Wir hören uns alle an. Ist scheiße. Gewalt ist scheiße. Aber wer sowas schreibt und dann noch ein echtes Profil und der auch noch erkennbar ist, es geht nicht anders. Da geht's nicht mehr anders. Also, wie soll ich denn wissen, wenn ich diesen Jungen sehe und ich werde ihn irgendwann sehen, wird er die Konsequenz tragen. Das war eine Stufe zu hoch. So, dann wirst du, mein Freund, du wirst nicht auf ein Grab pissen, du wirst im in einen Becher pissen für 3-4 Wochen. Ich schwör's dir bei Gott, geh jetzt zur Polizei. Überschritten. Du hast an alle, die das sehen müssen, es tut mir leid, aber es gibt Grenzen. Die haben, das ist noch krasser, was er geschrieben hat, als was. Nee, krasser nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Normalerweise ausrasten sofort. Aber ich werde warten, bis ich diesen Jungen sehe. Und ich werde dich sehen, mein Freund. Das ist, ich glaube, es ist auf jeden Fall an Thilo gerichtet. Also, es muss er oder aus dem Umfeld sein. Also, es fühlt sich auf jeden Fall so, es ist schon sehr persönlich, es fühlt sich schon so an. Und alle, das sind hier nur Spekulationen. Ich finde das selber scheiße, so eine Ansage. Aber guck mal, ich wurde heute 100-mal Huren so genannt. Okay, das hat man gehabt. So, dann haben wir jetzt noch die letzten zwei. Junge, ich sagte, du hast ja eine Grenze überschritten. Und ich werde dich irgendwann sehen. Ich habe dein Profil gespeichert, deine Adresse. Aber ich komme nicht zu dir. Ist das Strafmaß zu hoch? Nee, okay, dann ist es jemand. Ist nicht Thilo. Nee, wenn er sein Profil und hat seine Adresse und so. Nee, dann ist es nicht. Ist das Strafmaß zu hoch? Ich warte, bis ich dich sehe. Aber wenn ich dich sehe und an alle anderen, die mir jetzt entfolgen, dies, das. Es gibt Grenzen im Leben. Ja, klar, da hat Matthias auf jeden Fall recht. Es gibt Grenzen. Du kannst auch mit gewissen Leuten, ab einem bestimmten Punkt, kannst du mit Menschen nicht mehr reden. Und es ist leider so. Und da helfen echt nur noch Schläge. Es ist traurig, aber die Leute kennen es nicht anders. Die kannst du nicht anders helfen. Du kommst ihnen immer entgegen und die nehmen dir dann den Arm ab. Du kommst ihnen trotzdem noch entgegen, dann nehmen sie dir das Bein ab und irgendwann musst du sagen, nein, jetzt zerstöre ich dich vom Kern aus. Weil du bist ein Parasit, was du machst. Du schadest mir mental, ich muss dir physisch schaden. Ich bin auch gegen Gewalt, komplett dagegen. Aber es gibt Menschen, die muss man im Keim ersticken. Vor allem, wenn es dann irgendwelche Leute sind, die in Social Media so groß sind, dass du, da kannst du keine Werbung dagegen fahren, weißt du? Da bringt nichts. Bringt nichts, weil jeder hat ja eh nur seine Bubble. Ich verstehe ja Matthias komplett, ja. Vielleicht wird er nächste Woche sagen, er macht es doch nicht, weil es halt ein 20-jähriger Pissy ist. Fertig. Kann ja sein. So. So, jetzt wisst ihr das Neueste. Ich denke mal, nächste Woche geht es dann weiter in dieser Doku. Ich bin schon mal gespannt, was die Autoren nächste Woche dann für uns bereithalten. Wir sind gespannt, oder Pixel? Bist du auch gespannt? Es wird mega spannend und ich hoffe einfach, dass die Community von diesem Thilo und er auch selber mal ein bisschen einlenken, mal schauen so, okay. Glaube ich nicht. Bogen überspitzt. Das sind Kinder. Die feiern das jetzt. Dieses Beef. Erwachsene sind krass beefgeil. Und da gucken die und wollen halt immer nur Beef. Und hast du das? Ich krieg's ja mit, wenn meine Leute auf Insta schreiben. Hast du das schon gesehen? Hast du das schon? Was der gesagt hat gegen den und das? Und die. Es interessiert mich ein Scheißdreck, was die gesagt haben. Ich bin nicht in dieser Idioten-Bubble mehr drin. Also aber das sind Fitness.
Das sind leider die Kiddies von heute, die provozieren bis zum geht nicht mehr. Nein, dann knallt's mal. Ja, aber ich meine jetzt, selbst wenn die 20 oder Mitte 20 sind, aber wenn sie in dieser Bubble sind, wollte ich nur damit sagen, ist, die provozieren, bis es nicht mehr geht, dann knallt's, dann heulen die rum. Ja, warum hast du jetzt so gemacht? Ja, weil du halt nicht aufgehört hast. Weißt du? Also, ja, pass auf, du müsstest diesen, das verstehe ich nicht, diesen Kindern, die da dir Hurensohn und so schreiben, die müsstest du nur einen Anwaltsbrief nach Hause schicken. Was meinst du, was da los ist? Was 1.000, 2.000 Euro, wisst ihr, wie viel Geld das ist? Selbst wenn es nur 400, 500 Euro sind, wisst ihr, wie viel Geld das ist für bestimmte Familien? Das tut richtig weh. Wisst ihr, ja, das tut richtig weh. Und damit musst du halt anfangen. Wollte ich eiskalt machen. Okay, dann erziehe ich halt die Leute, die mir das schreiben, die Fans dann so. Da haben sie wenigstens kein Geld, um sich Drogen zu klatschen. Medikamente zu, weißt du? Das wäre eigentlich das Perfekte. Das wäre richtig, ja, so kommen wir mal. Oh, wir haben noch eine Story. Im Moment kommen die, hören wir uns noch an. Er hat jetzt seine Fake-Accounts, er hat mit seinem echten Profil gemacht, dann müssen wir das auch testen, ob er echt solche dicken Eier hat, das zu tragen. Mir ist richtig die Hutschnur geplatzt. Ich bin jetzt noch relativ relaxed. Hätte ich direkt eine Story gemacht, wäre die Polizei wieder bei mir direkt. Ihr fährt Ansprache. Okay, so schlimm waren die Storys jetzt trotzdem nicht. Ja, gut. Also, ich muss mal gucken, was ich da rauspiepe. Falls man durch das Piepsen nichts mehr hört, es kann sein, dass Matthias gesagt hat, also Gedächtnisprotokoll von mir, das muss nicht richtig sein, dass Matthias gesagt hat, ich werde ihn besuchen lassen gehen und dass er Schmerzmittel auf Rezept kriegt. So, hab ich das, kann sein, dass ich es jetzt nicht 100% richtig wiedergebe, kann auch sein, dass er irgendwie was anderes erzählt wurde, aber so, ja, so kann man es stehen lassen, wollte ich sagen, oder? Wir lassen das so stehen. Ja, Gedächtnisprotokoll kann man immer mal so machen. Muss ja nicht richtig sein. Das ist ein Reine Spekulation. Reine Spekulatius. Bald ist wieder Weihnachten, Freunde. Bald gibt's wieder Spekulatius, da könnt ihr euch wieder richtig fett fressen. Wer's und Dominosteine. Dominosteine habe ich auch früher auch gern gefressen, aber so nach dem 5., 6. Packung schmeckt's nicht mehr. Ich hatte gestern, als ich heimgekommen bin vom Sport, hatte ich übelst Bock auf Nutella. Und habe ich mir das hatte aber kein Toast mehr da. Da habe ich gesagt, gut, ich habe noch ein bisschen Brot da. Nimmst du das? Das erste Brot mit Nutella natürlich geil geschmeckt, das zweite war so okay. Und dann dachte ich mir, boah, ich habe ja noch eins gemacht, weil ich so einen Hunger, kennst du doch, wenn man zu viel Hunger hat, dass man sich zu viel macht, und dann habe ich das dritte mir irgendwie reingewirkt. Das Auge ist mit, ja. Also du hast einen Hunger, du siehst dann und dann schaufelst du das in dir rein und dann so, oh, das war doch wieder zu viel. Ja, der Magen, die Augen waren doch größer als der Magen. Da war ich wieder der Messi Flexi. Ja, da war ich wieder fettleibig unterwegs. So, oder haben wir das jetzt so, würde ich sagen? Boah, nach diesen schwerwiegenden Themen, wollen wir in die TikToks noch zwei TikToks, dass wir dann weitergehen können? TikTok? Oh shit. Oh ja, warte, das ist ein guter TikTok. Ich glaub's. Ich wurde mal mitten an einem See gepimmelt. Gepimmelt? Weißt du, was pimmeln? Die Worte mitten am See gepimmelt. Weißt du, was am See gepimmelt, was das heißt? Also entweder hatte sie Sex mit jemandem an einem See oder jemand hat sie angepimmelt, also einfach sein Glied nein. an ihr gestreichelt. Ich weiß das nicht. Das ist nicht, dass wenn man Tinder jemanden besucht, dass man die Zahnbürste anpimmelt. Also, dass man die Zahnbürste nimmt und sich an seinen Käse streicht. So nicht. Das meine ich jetzt nicht damit. Ja? Oder an Sachen. Was hat sie denn gemeint? Ja, komm, wir hören noch mal rein. Obwohl, ich wurde mal mitten an einem See gepimmelt. Warte, was? Gepimmelt? Kennst du das nicht? Was ist nochmal pimmeln? Wenn du bei deinem Freund zwischen den Beinen liegst und dann hast du auf einmal einen Schwanz am Kopf. Ist mir noch nicht so oft passiert. Okay. Verstehst du es? Ich kenne es höchstens unter Teabaggen, aber... Nee, ich verstehe es. Ach so, wenn der Schwanz dann auf ihr Gesicht liegt, weil sie da zwischen den Beinen liegt. Ja, weil du geil wirst, weil sie sich dran reibt. Ah, okay. Habe ich da irgendwas verpasst? Habe ich aber noch nie gehört. Sie versteht es auch nicht. Ja gut, wir brauchen jetzt nicht von der jungen Dame. Also ich habe diesen Ausdruck noch nie gehört dafür. Ich kann nur anpimmeln. Ja. Anpimmeln. Ja, sag mal. Deswegen dachte ich das. Ja. Deswegen dachte ich das, meinte sie. Ist echt verpimmelt, die Show heute. So, aber dann kümmern wir gleich mal ins nächste TikTok rein. Ich möchte jetzt gar nicht so weit darüber nachdenken. Mit den Pimmeln. Wir gehen einfach ins nächste rein. Der Kellner mit der Rechnung und dann sagt er... Ist das ein gutes Video? Ich weiß es nicht. Dann kam der Kellner mit der Rechnung und dann sagt er einfach getrennt. Ich judge keinen irgendwie für seine Ansichten oder sowas, aber ich habe das richtig Gefühl, so. Ich tanze mit meinen so ein bisschen aus der Reihe. Und
So, ja, pass auf, ja, getrennt, ja, pass auf. Und jetzt kommt eine wunderschöne Frau mit wunderschönen Ansichten. Ich meine jetzt nicht ihre Brüste. Ich habe das Gefühl, ich tanze mit meinen so ein bisschen aus der Reihe und deshalb will ich jetzt meinen ungefragten Senf dazugeben. Mein Bruder, bei ersten Dates, egal ob er mich gefragt hat oder ich ihn, scheißegal, ich lasse ihn nicht zahlen. Ist halt schon mal irgendwie vorgekommen, dass er das so schnell irgendwie gemacht hat, so dass ich da nicht hinterhergekommen bin. Aber meine Regeln sind folgende. Wenn das Date nicht gut lief, dann zahlen wir getrennt und danach geht jeder seines Weges. Wenn ich mich richtig wohlgefühlt habe und ich finde dich gut und ich habe das Gefühl, du findest mich gut, das Dave liebt einfach super, dann lade ich dich ein. Ich übernehme die Rechnung am Arsch, Alter. Ich tanze diesen Tanz zu Ende. Ich zahle, du zahlst gar nichts. Und wenn du sagst, du willst mich gerne wiedersehen, dann darfst du mich beim zweiten Date gerne einladen. Ja, sehr sympathisch. Traumfrau. Nette Frau. Ehefrau, ja. Potenzial. Definitiv. Leute, macht euch ran. Macht euch ran, zeigt ihr den Lachs. Nein, schickt ihr nichts. Ja, gute Ansichten. Oder man haut einfach als Kerl ab. Ich gehe mal kurz, ich komme gleich wieder, geh mal auf die Toilette. Nee, weißt du, was du machen musst? Du musst dann halt. Ich geh mal Zigaretten holen. Pass auf, nein. Du legst erstmal dein Smartphone hin. Wenn du dann isst, du unterhältst dich mit ihr, legst du vielleicht noch Kippen ins Schachtel hin und dann sagst du, lässt dein Smartphone liegen, sagst du, gehst mal kurz aufs Klo. Ja? Dann sagt sie, na okay, sein Smartphone liegt, da kommt schon wieder. Ja? Pass auf. Die Kippenschachtel ist leer. Und das Smartphone ist so ein Seifensmartphone, was man aussprechen kann. Die merkt dann sofort, wenn sie das Smartphone anfasst, dass Seife ist. Oder noch besser, du legst so eine leere Kippenschachtel hin und dein Smartphone so ein 20 Jahre altes 3210. So halt. Nein. Oh Gott, Alter. Nein, das muss schon gut aussehen. Also das muss schon. Das würde ich feiern. Also, oder Lifehack an die Männer. Oder noch besser, anstatt dein Smartphone hast du eine Geldbörse bei, so eine Fake-Geldbörse, die leer ist, die legst du dann einfach hin. So, ich komme gleich wieder. So, ne? Und dann mit, da müssen essbare Personalausweis und so drin sein. Es muss alles essbar sein, auch das Geld. Und in der Börse muss ein Zettel drin sein, sie bezahlt. Ja. Aber auch so schön draufgedruckt, den Zettel kann man auch wieder essen, die Quittung. Oh, Esspapier. Esspapier. Oh, das wäre so geil. Oh. Das ist eine echt gute Idee. Pixel, du bist ein schlechter Mensch und ein schlechter Einfluss für den Kanal. Gefällt mir. Oh, nee, das ist noch ein schlechter Einfluss. Ach, nee, ist Görki, das ist in Ordnung. So, was wollen wir denn? Warte mal, gucken mal durch. Boah. Wir haben heute echt aber nur, warte mal, ich muss mal weitergehen, bevor ich wieder was sage. Wir haben heute aber echt fast nur Asoziale auf dem Kanal. Das ist ein. Ja, warte mal, wie viele Sekunden muss man da Zwischenzeit lassen? Also, rede mal, wie war Fußball? Habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Aber es sind bestimmt Tore gefallen. Heute ist irgendwie ein Spiel, kann sein, ja. Ja, nee, heute ist Freitag bei uns gerade zur Aufnahme. Okay, jetzt können wir doch rübergehen. So, jetzt kommen wir. So, und dann geht's nämlich um Ron Bilecki. Meine Tipps für Seven vs. Wild. Der hat trotzdem noch, guck mal, der hat den Shitstorm mit Geringverdiener. Der hat dich ja quasi beleidigt und auseinandergenommen mit diesem Wort. Boah, ich hätte fast gekotzt. Moment, ich kotze gerade. Okay, es geht wieder. Aber seinen Zahlen macht es keinen Abbruch. Nein, weil seine kleinen Schnucki-Fans ihn ja trotzdem noch pushen oder die anderen Leute ihn ja trotzdem noch oben halten. Mhm. Du bist du bist in den Zeitungen, eigentlich fällst du durch das ganze Internet früher zu diesen, gut, wir gehen mal wieder back to 2015 und älter, weiter nach hinten, bist du ja gefallen durch die Medien, durch eine Bild-Zeitung. Oder bist aufgestiegen. Mhm. Ja. Heute kann das dir gar nicht mehr passieren, wirklich. Außer du machst jetzt, es kommt jetzt raus, dass du extrem kranke Sachen gemacht hast. Menschen und so, Vergewaltigung und Kinder und alles, was ist Tierquälerei, alles, was sowas betrifft halt. Ja? Das ist eigentlich das Einzige, wo du nur noch absteigen kannst. Selbst wenn du Leute abzockst, findest du immer wieder andere Leute, die du abzocken kannst. Weil du dann sagst, hey, mein Freund Pascal, wo kommen in die WhatsApp-Gruppe, guck mal, wie viel der jetzt verdient hat. Und dann kommt dann Antonio und der ist halt, kommt halt aus dem, weiß ich nicht woher, der spricht kein Deutsch und sagt, Jürgen, das hast du verdient. Ja, dann machst du wieder so eine sentimentale Art und dann hast du dann wieder deine Leute, die dich wieder dein Schneeballsystem füllen. Ja, das funktioniert. Und deswegen, Internet ist ganz, 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 ganz gefährlich, weil jeder hat seine Bubble. Das sehen wir auch InScope und Co. Sehen wir ja auch dabei. Oder Tim Kuchengabel. Die, auf die ihre Fans schon abgezogen haben, mit so einer Brille, Ulla Kala, dann gab's mal was mit so, ich setz mich für Tierschutz ein, Sachen, dann dieses mit Zack Plus,
mit sich an Regeln nicht halten und diesen Store andere Fremdprodukte verkaufen wollen und allen solche Sachen. Ja, das ist Tilo, kleiner Tipp, Tilo, T zu dem O, Low. Frag mal der, Tim Gabel, wer Matthias Clemens ist. Oder such einfach mal danach. Oder InScope. Such einfach mal danach. Dann wirst du merken, lass ich sein. Zieh den Schwanz ein, entschuldige dich öffentlich. Mach einen Love-Song über Sack Plus und geh kuscheln. Du musst richtig unter den Tisch. Du darfst da erst mal einen Monat nicht mehr vorkommen. Und selbst dann wird Matthias dir es nicht verzeihen, weil du bist jetzt auf dieser Rechnung drauf und da wirst du nicht mehr runterkommen. Durch deine Leute. Das tut weh. Das tut richtig weh. Es ist ja auch gefährlich, hast du eine gewisse Größe, eine gewisse Community, ne? Jetzt um Schwanzlänge. Hast ja nur Leute, die ja nicht, sag ich mal, kritisch dir gegenüber sind, sondern immer nur dich feiern. Da kriegst du einen Höhenflug. Die scammst du auch noch. Die fickst du richtig, piepst du richtig, so in den Po, ne? Ja, das ist 20. Aber anstatt dir dann halt den Rücken zu kehren, verdienst du damit richtig viel Geld. Und wie du sagst, das ist typisch Internet heute. Ja, aber er muss ja erzogen werden quasi. Also ich meine, er ist 20, wer weiß, was wir für Scheiße im Internet gemacht hätten. Ich kann das immer nur aus der Zeit sagen, da ich da mitbekommen habe, WhatsApp, Internet, ich bin damit groß geworden mit Computern, Aufbau, Zusammenbau, Computer, mit dem ganzen elektronischen Scheiß. Ich bin da ja auf 100% drin. Auch in dieser ganzen Jugendjargonsprache durch den YouTube-Kanal. Ja. Und ich weiß nicht, wie ich mit 20, wenn das zu meiner Zeitpunkt so das Internet schon so krass wäre wie heute, was ich für eine Scheiße gemacht hätte. Ich hatte immer Respekt vor älteren Leuten, definitiv. Aber so wie die das jetzt hier so rausposaunen, wäre nicht meine Art, mich da im Internet so hinzustellen, hey du kleiner Wichser, und ich schreibe dir 80 mal Hurensohn, dann lösche ich diese Story, was Tilo ja gemacht hat von Matthias. Und dann fühlt er sich ja direkt getriggert, wenn Matthias irgendwie antwortet. Warum fühlt der Junge sich so getriggert? Weil er Probleme hat. Das merkt man ja schon. Wenn einer einen 8-mal schreibt, 9-mal schreibt, das ist so impulsiv, dann löscht das wieder. Schwierig. Aber da wollen wir gehen jetzt zu Ron. Komm, Ron hat nämlich was gefunden, er hat nämlich Tipps. Seven vs. White Tipps, ja, um ein paar Klicks drauf machen, verstehe ich. Es wird immer cringehaftiger bei Ron. Komm, wir gucken mal. Dann findet ihr den Zigarettenbaum. Das, Freunde, das ist Natur. Das ist der sogenannte Zigarettenbaum. Wenn sie erstmal richtig reif sind, werden es richtig ganze Packungen. Ich liebe ja auch die Natur. Deshalb schaut doch einfach auf den Boden, ob die Zigaretten vielleicht schon runtergefallen sind. Und siehe da. Und ich würde niemals die Umwelt verschmutzen. Danke, Mutter Erde, für den Zigarettenbaum. Merkt euch, Freunde, die Zigarette fällt nicht weit vom Baum. Ich möchte jetzt wissen, ob er, wenn er die Zigarette geraucht hat, wo hat er sie hingetan? Das würde mich jetzt interessieren. Ich meine, der Standpunkt, Folie, okay, aufsammeln, perfekt. Aber wo schnippst du deine Kippe dann hin? Ich will kein Moralapostel sein. Bei mir könnte es passieren, dass die irgendwo in die Umwelt fliegt. Ich bevorzuge natürlich Gewässer, weil jemand muss ja die Fische krank Wetter machen. Aber nicht, dass dann ich will jetzt kein Moralapostel so sein. So, Pixel, wir gucken weiter. Nein. Ich Idiot. Ich habe ja noch gar kein Feuerzeug. Ja, das hört sich gut an. Ja. Ja, es ist verdammt cringe. Aber es hat noch einen Unterhaltungswert. Weißt du, es ist noch was, was man selber dreht. Keine Reaction-Scheiße. Hey, ich war mal Powerlifter, Bodybuilder. Mach jetzt Reaction auf 800 Videos, sowas jetzt zum Beispiel. Oder ich bin Kevin Codebolt Volting und push jetzt irgendwelche anderen Sklaven, die Pickel von Testo kriegen und auch 20 sind und einfach eine Klatsche am Kopf haben. Kann ich Es hat Unterhaltungsniveau. Unterschreiben, es ist wenigstens selbst kreierter Content. Es ist immer noch besser, ein Content Creator zu sein, als ein ehemaliger, weiß ich nicht, Fitness, irgendwas und eine Trainerlizenz zu machen. Das ist immer noch besser. Ja, lieber ein Machen. Leute, macht keine Trainerlizenz, macht Content. Werdet lieber Geringverdiener und lasst euch lieber da beleidigen. Aber das ist halt, was jetzt mit YouTube zu tun hat. Menschlich kann ich ihn jetzt nicht mehr so, aber was es mit YouTube zu tun hat, ist er wenigstens noch jemand, der was macht.
Gut, man kann uns das aber auch sagen, wir machen ja nichts, wir schauen ja nur Dreck und erzählen halt nur Dreck darüber. Aber ich glaube schon, dass wir so ein bisschen die Meinung von uns wiedergeben, in das Video reinnehmen, das Video quasi nur nehmen und daraus einen Dialog starten. Und das jetzt nicht einfach fein säuberlich reacten, jede Stelle, da hat er hingekackt. Oh, warte, es geht weiter. Guckt euch mal den Hintergrund an. So einen Hintergrund hatte ich auch mal. Und dann geht's weiter. Also das ist ja Reaction-YouTube. Man muss es ja auch mal so sehen, man muss den Leuten auch mal sagen, Leute, meidet mal diese Person oder die könnt ihr gucken, weil das ist Dreck, das ist gut. Und man muss ja auch ein bisschen eine Filterfunktion einnehmen. Ne? Meinst du, wir sind ja schon die Sekte, die Science-Trologen, die Sekte von Elrond Flexbert, unserem heilwürdigen Fürst Elrond Flexbert, der Erbauer der Science-Trologenkirche, zukünftiger Astronaut und YouTube-Star und vielleicht auch Segelbootbesitzer in naher Zukunft, habe ich das so rausgehört. Ja, da müssen wir uns anschließen. Und er zeigt uns den Weg. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter zu Patrick Reicher. Reißer. Kennst du noch Patrick? Patrick Reiser? Patrick, ich kenne nur Rio Reiser. Nein, kenne ich nicht. Dieser Mental Coach, der frühere Fitness-YouTuber? Nein, kenne ich nicht. Okay, hast du nichts verpasst, aber wir gehen mal rein. So, der ein oder andere wird wissen, wer Patrick ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nichts mit Fitness zu tun. So, und der ist ja auf seinem Roadtrip in Norwegen. Und da wurde der... Wir gucken es uns an. Fand ich süß, das Video. Die Arzt, die haben ihm Blut genommen. Die haben ein Röntgenbild gemacht. Moment. Und es hat sich jetzt herausgestellt, dass er Gastritis, so spricht man das aus, ne? Oh. Gastritis hat. Das heißt, er hat Gas im Magen. Er hat Gas drin, aber er hat eine Magen-Darm-Schleimhautentzündung. Also vor allen Dingen Magenschleimhautentzündung. Süß. Und sie meinten, wir sollten auf keinen Fall mit ihm fliegen, weil es auch für ihn nicht gut ist. Mit dem Druck in der Kabine. Genau. Und wir also den armen Wuffel geht es nicht so gut und deswegen haben sie einen Roadtrip abgebrochen. Luft im Magen hat er. Ja, Gas, Luft. Mhm. Ich. Also deswegen habe ich das Video auch reingebracht, weil die Seele des kleinen Wuffels. Ah, da geht mir schon wieder das Herz auf. Und da könnte ich schon wieder fast. Süß. Da könnte ich schon fast wieder losflennen, wenn ich höre, den Hund geht's nicht gut. Aber ich finde es schön, dass sie den Roadtrip abgebrochen haben dadurch. Ja, endlich mal jemand, der auch mal sagt, komm, mein Tier, ich liebe es. Ja, so, mehr solche Menschen. Finde ich schön. Ach du, was ich. Hey, was hat Paul Unterleitner und Kevin zu dem Wolter gemeinsam mit mir? Die gleiche Boxershorts-Größe. Nee, ich habe keine Ahnung, der Vergleich hinkt ziemlich hinterher, da ich aber was Besseres bin. Ich möchte mich nicht auf irgendein Niveau herunterziehen, sag mal. Ich finde es cool, wie Kevin da im Hintergrund da so rumpimmelt und das Video ist noch nicht mal gestartet. Also wir sind gerade bei Sekunde 0, guck mal. Ist denn das? Ja. Also, ich frag mich, warum er posiert schon so für so ein Intro zu worken und er zieht noch gerade seine Hose auf. Ja, na, er kündigt das Video an und er ist im Hintergrund noch, kann der Kameramann nicht sagen, warte mal, Paul, der Triebtäter, der Tätowierte da hinten, der möchte sich noch anziehen, der möchte sich noch an dich schmiegen. Pass auf, das wirkt so, als wärst du im Vollsuff gewesen, bist gerade im Vollsuff nach Hause gekommen in der Nacht, willst jetzt deine Hose ausziehen, weil es jetzt gleich knacki-knacki geht. Ja. Spaßi. Knutschi. Fummelfummeli. So, naja, gut, dass ja, komm, guck mal rein. Servus, Leute, mein Name ist Paul. Oh, wie er sich gleich am Jalak fest. Moment. Warte, wir müssen mal Paul leise machen. Warte, ich mach mal kurz weg, da kann man sich besser auf den Penis von Wolter konzentrieren. Guck mal nach rechts. Ja. Da fesselt sich erstmal schön am Schwein, und drückt richtig. Guck mal, wie er guckt. Der guckt wie so. Kennst du diese Dorftypen, die so alt sind und verwässert sind, weil sie zu viel saufen? So ein dicker Cousin oder so, den man hat. Ja. So ein richtig. Du bist vorne so athletisch, so geil. Was heißt, so zwei Chicks in den Arm. Und hinten guckt der Spasti. Ja. Natürlich nicht Kevin. Nein. Es sieht aber wirklich so aus. Es ist ein. Ach Gott, ich lasse es so. Komm, wir gucken mal rein. Willkommen zum neuen YouTube-Video von meinem Kanal. Und der immer noch da hinten rumpimmelt. Kevin Wolter. Ich zwinge ihn gleich mal dazu, sich auszusehen. Wir machen einen Formvergleich, sprechen. Warum guckt denn? Was stimmt denn mit dem Kevin nicht? Ich habe keine Ahnung. Gibt es das in besserer Qualität, das Video? Alter, was ist denn das für ein Anfang? Den muss ich mir nochmal, das ist ja übelst Fremdshaming. Und dann willkommen zum neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute gemeinsam mit Kevin Wolter.
Ich zwinge ihn gleich mal dazu, sich auszusehen. Wir machen einen Formvergleich. Wisst ihr, wie das wirkt? Als wäre er ein Niemand. Als würde er gar nicht auf YouTube existieren. Als wäre es irgend so eine Random-Person, die jetzt ins Video kommt, die ich mal vorstelle. Kennst du das? Das wirkt voll komisch, weil normalerweise, wenn man so die Videos von Wojta kennt, wie er sich da auch gibt, das passt gar nicht zu ihm. Das ja, wie der dicke, so, wie der dicke Cousin. So. Also es wundert mich wirklich, dass das Video so veröffentlicht wurde, dass er nicht zum Beispiel gesagt hat, es können wir nicht, ich lach da halt wie so ein komischer random Dude, wir müssen das Ding nochmal neu drehen, das ist ja komplett what the fuck. So, warum sagt er mir nicht, dass ich so scheiße grinse? Also, ja gut, das sind alles Boomer, die haben keine Ahnung vom Videoschnitt. Ich hätte erstmal nur auf Dingsbums geschaltet, auf Paul. Komm, wir hören uns nochmal rein. Bis mal Kevin was sagt. Servus Leute, mein Name ist Paul. So, kannst du perfekt reinzoomen. Zum neuen YouTube-Video. Immer noch reinzoomen. Heute gemeinsam mit Kevin auch nach links Wojta. Kurz zeigen. Ich zwingen gleich mal dazu, sich auszusehen. Wir machen einen Formvergleich, sprechen über das Veganer-Sein, was unser Training unterscheidet und wie es über das Veganer-Sein, Alter. Ja, okay. Hat er jetzt echt mit den Brustmuskeln gezuckt? Ich werd schwul. Er hat geflext, ja. Alter, ich werd richtig schwul werden. Oh, hier, guck mal. Ach nee, komm, wir müssen den Sound drinnen lassen. Das Video ist ja köstlich. Ich hab das gar nicht gesehen. Ich wollte eigentlich nur drüber abrotzen, anfangen. Ich hab keine Ahnung. Warte mal kurz. Ja? Das ist ein indirekter Diss, weil er mit seinen Brustmuskeln nochmal so flext, weil Kevin ja einen Abriss hatte, weil es er nicht mehr kann. So, die eine Brust hängt immer so, wenn er flexen will. Oh, Kevin sieht echt, also Paul sieht aus, als wäre er der Terminator und kommt aus dem 21. Jahrhundert und Kevin sieht so aus, als würde er aus dem 18. Jahrhundert kommen und gleich wird wieder Hexenverbrennung gestartet. Normalerweise müsstest du die Bilder so, also Kevin müsste jetzt links stehen, Paul müsste jetzt rechts stehen und so Vorher-Nachher-Vergleich. So. Ich finde so. Ich finde es auch voll schlimm, wie sie den Fokus mit der Kamera gemacht haben, dass sie ihn hinten hingestellt haben, dass er so unscharf wirkt. Einfach so, das ist ein Statist. Macht man kein Video zusammen. Wenn man jemanden, dann stellt man ihn gleich. Dann sagt man, hi, ich und bin Kevin und Paul macht dann so eine gegenseitige Anmoderation oder tauscht die Namen. Finde ich immer ganz geil. Und ja, keine Ahnung. Es sind halt alles Non-Lifter. Sieht man ja. Die sollen mal trainieren gehen, die Lappen. So, komm, wir gucken mal. Wir hören mal weiter rein. Okay, ihr seht, Kevin. Kevin, hat er ihn gerade auf den Schwanz geguckt? Alter, wie viele Sachen gibt's denn hier in den ersten 20 Sekunden? Guck mal, wo Paul jetzt mit den Augen hinguckt. Das ist schon Richtung schwanzfähig. So, und Kevin denkt sich jetzt, komm, jetzt nehme ich einfach mal die Jacke weg. Dann kannst du mir mal schön auf den Beutel schauen. Guck mal hin. Sieht ein bisschen verändert aus. Ich weiß gar nicht, ob auf diesen Kanal ein bisschen verändert aus. Ja, vielleicht ist er jetzt braun. Weil weißt du, was da vorher passiert ist am Beutel? So, komm, wir gucken mal weiter. Nee, Sacklüfting. Damals ja, ich glaube nicht. Aber mein. Ey, was ist denn mit Kevin Beutler los? Ich habe den YouTube-Kanal mitgestartet. Ich hatte die Ehre, eines der ersten Videos bei Kevin zu machen und sogar eines der meistgeklickten, glaube ich. Die Umfrage, ja. Ja, mit Olli. Die war auf jeden Fall stabil. Und heute stellen wir uns mal nebeneinander. Kevin, seit 5 Monaten nicht mehr im Training, oder? 5 Monate nicht trainiert, ohne Stoff, ohne Essen. Perfekt. Und jetzt ist bald auch noch vegan. Vielleicht. Mehr oder weniger. Alter, sieht das. Boah. Grauenhaft. Aber sieht man Kevin nicht immer trainieren, in irgendwelchen Studios sitzen, wie er reactet? Eigentlich schon, oder? 5 Monate? Also. Warte mal, wir gehen mal rüber zum Kevin. Wir gehen mal rüber. Ich glaube, da wird uns wieder was vorgewoltert. Fact-Check hier. Da wird uns wieder was vorgepoltert, Woltert. Guck mal, 12 Tage. Ja, warte mal. Doch hier. Ab jetzt natural. Ja. Erstes Mal Band drücken. Ja, vor 3 Wochen. Hä? Dann hier sitzt er im Gym und macht hier Rauchen, Saufen, reactet auf den Thunfisch vor einer Woche, vor 4 Wochen. Und dann hier, danach, genau, Gym, schon wieder Gym. Vor allem, pass auf, dieses Reaction-Video vom Thunfisch, ja? Hm. Er hat ja drauf reagiert, also kann er jetzt nicht damit kommen, hey, das habe ich vorher aufgenommen, vor 6 Monaten. Verstehst du? Ja. Ja. Das geht nicht, ne. Oh, hat er uns schon wieder angewoltert. Ich finde es immer geil, wie ich jedes Wort, was Kevin sagt, nicht mehr glauben kann. Und ich weiß nicht, nach fast einem halben Jahr bist du auch, glaube ich, mehr außer Form. Nö. Oder? Nee, wollte ich jetzt nicht behaupten. Echt nicht? Okay. Ah, das ist, wollte ich jetzt, du verlierst zwar ein bisschen Volumen und so, dadurch, aber wenn du dann wieder direkt zum Sport gehst, hast du das ganz schnell wieder drauf. Also dann siehst du halt wieder so, natürlich, wenn du jetzt nur Pommes und Fritten und Scheiße frisst und dich nicht mehr bewegst, klar ist das Training dann nach einem halben Jahr extrem krass, wenn du dann kürzt und so, aber du kommst schnell wieder dahin.
Ah, okay. Ich also dachte, man. Nein, auch die Leute, die immer Angst haben, nach 2-3 Wochen keinen richtigen Sport. Ach, Leute, geht einfach 2-mal in der Woche richtig hin, reißt die Bude ab und das reicht. Strengt euch einfach an beim Training und fertig. Gut ist. So, scheiß auf Sport. So, und dann kommen wir jetzt. Oh, Kevin ist sogar mit. Pass auf, das Krasse ist ja, immer wenn überall Stoff drin steht, kommst du in die Trends. Die Leute können nur noch trenden und ihren Kanal, Entschuldigung, fortführen, indem sie einfach Stoff reinschreiben. Trenden, ne? Ja, mit Trenn. ja, Trenn, genau. Trenn. Es gibt auch diese, es gibt auch Trenden im Park. Kennst du die Trenden? Das sind immer, so aggressive Federtiere, die andere Leute anspringen. Die Trender. Die pulverisieren mit ihren Flügeln, die haben Knackarschflügel. Ärsche. Verdammte Chicken Scheiße. Wings. Chicken, das sind die richtigen Chicken-Knackis. Knasti-Knack. Oh, nee. Oh, hier ist aber auch schon übergesichtig. Aber guck mal, das ist auch. Ein alter Mann wird. Kevin ist erst ein alter vor ein paar Mann. Tagen. Da ist nichts mit halbes Jahr nichts gemacht. Ja, nee, ach, das. Ja, gut, hier macht er ja keinen Sport. Er erzählt ja nur. Ist ein Infovideo, ne? Das ist ein Infovideo, wo er wieder irgendwelche Tiere beschießt, bestimmt. Nee, Quatsch, er redet über Stoff. Das Traurige ist ja, wenn du solche Themen nur hast, klar machst du Klicks. Aber die Leute interessieren sich nicht für dich. Sie interessieren sich für deinen scheiß Stoff. Und deswegen wirst du dann nicht mehr rauskommen. Du ziehst zwar mehr Leute an, aber sobald du dann nicht mehr redest, hast du halt eine ganz große Zahl, Abonnentenzahl und viel weniger Klicks. Das ist das Problem. Und deswegen kaufen auch viele Klicks. Ja. Und ich habe immer schon immer forciert, Leute zu binden aufgrund meiner Persönlichkeit, dass ich ein Spasti bin. Und ich ziehe andere Spastis an, siehe Pixel. Ja, so zum Beispiel. Ja, hat ja wunderbar funktioniert, Pixel. Du bist ja in diese jahrelange Falle reingetreten. Du hast ja nicht mitbekommen. Ja. Aber lieber so eine kleine, loyale Community als irgendwelche Schwanzwedler. So. Komm, wir hören uns jetzt mal ganz kurz an, was Kevin, ich habe schon gar keinen Bock mehr über diesen. Ah, ist nur ein kurzer Ausschnitt. Letztlich gilt. Oh nee, das war der andere. Das war nicht der Kevin. Sorry, das war Sommige. Der ist kein Kevin. Das ist kein Scherz. Meine krasseste Kuh. Es ist kein Scherz. Okay. Es hat ja echt gut gepasst. Okay. Hat ausgesehen aus 500 Milligramm Testo. Alles, was ich jetzt sage, ist pro Tag gewesen, ja? 500 Milligramm Testo pro Tag. 300 Milligramm Bolde pro Tag. 50 Milligramm Thais pro Tag. Hat er sich jetzt 50 Thais am Tag gegönnt, oder? Thais? War ja ein Thailand. 50 Thais geil. Ob da auch Lady Thais dabei war? Ah, wir wissen es nicht. Machen wir weiter. 15 Einheiten Insulin noch dazu, plus 6 Einheiten Wachs. Freakshow. Pro Tag. Aber ich habe immer die gleiche Zeit, die ich auf Stoff war, habe ich die gleiche Zeit auch immer abgesetzt. Und ich war immer mindestens einmal im Monat bei einem Arzt und habe meine Organe und meine Hormone, meine Blutwerte checken lassen. Ja, wirklich, das ist wichtig. Ja, es hat dem Brustmuskel auch nichts geholfen am Ende. So, das musst du stehen. Wollen wir es so stehen lassen? Lassen wir es. Da muss ich sagen, Ärzte sind wichtig. Ärzte sind richtig und wichtig. Geht zu Ärzten. Ja, die haben keine Ahnung. So, dann muss ich Fütze wieder sagen. Fütze hat das schon vor 5-6 Jahren gesagt. Die Leute, die fahren viel zu hohen Roid-Konsum, betreiben viel zu hohen Missbrauch und die könnten schon mit einem Zehntel davon so aussehen, wie sie jetzt aussehen. Tja, und trotzdem werden alles nachtrainiert. Ja, aber du musst halt da Carsten jetzt Fütze kein Spasti ist, dass es ein gestandener Mann ist, der Aussagen trifft und dazu steht, wird er nicht so gefeiert. Und traurig. Und irgendwelche Zurückgebliebenen, jetzt hätte ich fast irgendeinen Namen gesagt, aus dem Internet, sucht euch irgendeinen Namen aus, egal welchen, die werden aufgrund ihrer Behinderung, ihrer geistigen gemindermittelten Behinderung, stark limitierten Behinderung, gefeiert. Weil sie einfach die breite Masse anziehen, weil sie. Ich hätte es fast Down-Syndrom gesagt. Deshalb muss ich gerade an Knossi denken. Kennst du den Witz mit Knossi und Down-Syndrom? Seine Fans verarschen den immer, weil er immer so aussieht, als hätte er Down-Syndrom. Übelst geil. Jetzt müssen wir mal den kenn ich mal nicht erzählen. Muss ich zeigen. Muss ich das nächste Mal ein Video raussuchen, vielleicht darüber. Das muss man sehen, wie sich Knossi aufregt. Er guckt echt immer, als hätte er Down-Syndrom. So, okay. Übel geil. Man denkt sich, Alter, ja, passt vollkommen. Und Monte macht sich auch immer drüber lustig. Solche, ja, hat er jetzt nicht, aber solche Leute, die so impulsiv sind, die werden halt abgefeiert, weißt du? Die immer rumschreien und so, die richtig abgehen. Mhm.
Aber das funktioniert im Fernsehen jetzt nicht. Weil Knossi ist ja auch gescheitert im Fernsehen mit seiner Sendung auf ProSieben oder RTL 2. Ich weiß es jetzt nicht. Ist ja auch Wurst, weil er ist kein Entertainer. Das ist halt nicht so wie Joko und Klaas, die vor der Dings performen können, auch wenn sie nur Scheiße machen. Dazu gehört ja trotzdem was. Die haben ja trotzdem was in der Birne. Ich empfehle auch jedem Baywatch Berlin, sich mal reinzuhören. Man kann da, startet einfach mit der ersten Folge. Ich krach mich da öfter mal weg. Also wirklich, ist echt mein Humor. Falls ihr mich feiert oder auch nicht oder hasst, es wird euch gefallen, Baywatch Berlin. Es wird euch gefallen. Mit dem Kaffee-Arschloch und allem. Ich hoffe mal, die schicken mir jetzt was zu. Ich hätte gern ein Care-Paket. Okay, lass mal das so stehen. Was sagt die Uhrzeit? Eine Stunde, da haben wir schon aufgenommen, lieber Herr Pixel. Die Zeit geht. In Flug. Oh, ich schwitze schon für eine Stunde. Ah. Ah, ich habe schon wieder übelst Lachs am Rücken. Oder ich muss mein Genick knacken. Oh nee, es war der Rücken. So, was hätten wir denn jetzt noch heute zur Auswahl? Wollen wir noch einen TikTok schauen? Oder ich kann jetzt nicht alles wegnehmen, Leute. Ich habe extreme Probleme, wie wisst ihr ja. Nicht nur mit mir selber und meiner geistigen, ja. Hast du da noch einen Rausschmeißer-TikTok? Hab noch zwei Rausschmeißer-TikToks wahrscheinlich. Also ich habe da immer so ein Sechser-Nugget-Pack aus dem Park. Ein Steroid-Nugget-Pack aus dem Park habe ich ja immer. Aggressive Stacks. Sechser-Park-Nuggets sind immer ja, gut. Ich muss jetzt mittlerweile das dosieren. Wenn ich noch zwei Videos habe, die okay sind, muss ich die so dosieren, dass ich sie in der nächsten Show eventuell verwenden könnte. Es ist traurig, es ist einfach nur alles kaputt. Und im September gibt es wahrscheinlich 2 Wochen Pause, da ich im Urlaub bin. Ich werde mir schön den Lachs buttern lassen auf Thailand. Nee, mache ich nicht. Ich werde mich anstecken lassen mit Affenpocken. Nur 10 Thais? Ja, ich weiß nicht, wie viel ich am Tag schaffe. Keine Ahnung. Ich muss mal gucken, was sich halt flanken lässt. Nein, Quatsch. Es wird eventuell einen Livestream geben. 1-2 Mal. Ich weiß es. Ich will es nicht versprechen. Ich sag's nur, dass es passieren könnte, aber es muss nicht passieren. So. Dann machen wir 2 Wochen Pause. Einfach mal zum Detoxen. Ich brauche das mittlerweile echt wirklich immer mal im Jahr. Mal so eine Sendung mal lassen. Dann mal 2 Wochen mal Pause. Da ich auch nicht mehr weiß, wie das jetzt mit unserem Podcast allgemein so weitergeht. Da die Themen immer mehr wegbrechen. Es ist schwierig für mich, muss ich echt sagen. Es macht mir zwar, YouTube macht mir wirklich noch Spaß, aber ich bin auch immer mehr jetzt am Überlegen, ob ich auch eigene Sachen drehe. Aber wenn ich jetzt eigene Sachen drehe, habe ich halt weniger Zeit, was anderes zu machen. Also zum Beispiel, den Podcast will ich ja nicht sterben lassen. Aber ich fühle mich halt, egal, was man auf YouTube durchschaut, ich weiß, das sagen wir schon so oft, aber es ist halt einfach nicht mehr das, was es mal war, weil sich alles auf TikTok verlagert. Und deswegen muss ich mal gucken. Ich werde im September auf jeden Fall mal in mich gehen. Ja, was ich jeden Tag natürlich mache, ich lasse es in mich ergehen. Nein, das mache ich nicht. Ich werde einfach mal drüber nachdenken, wie es dann hier allgemein weitergeht. Mit Podcast, mit YouTube und alles. Ja, aber so, das wollte ich nochmal so sagen, nochmal anteasern. Macht doch, habt keine Angst, es wird schon passieren. Ich will das natürlich nicht komplett aufgeben. Ah, ich weiß es immer noch nicht. Ich brauche mal so eine Detox-Scheiße. So, Pixel, wisst Bescheid. Yeah. Ja, ihr könnt aber auf Twitch kommen. Twitch ist voll da. Also ganz aus dem Internet werde ich auf keinen Fall verschwinden. Ach, was rede ich denn jetzt hier überhaupt schon wieder? Nein, es geht nicht zu Ende. Aber ich brauche mal halt so Gedankenpause. Können die Leute dir Vorschläge machen, was sie vielleicht gerne sehen wollen? Arschbilder könnt ihr mir schicken. Da werde ich in den Kommentaren. Natürlich. Natürlich. Könnt ihr reinschreiben. Ich weiß ja, die Zuschauerschaft hier von Scientology, die feiern ja, egal was man macht. Ja, also Fitness, weiß jeder, ist tot. Aber mittlerweile hat sich sowas bei mir so eingestellt, ich kann die ganze Scheiße nicht mehr gucken. Egal was es ist, ich denke nur noch alles Behinderte. Weißt du? Mit Politik möchte ich nicht ankommen, weil das einfach einen nur noch abfuckt, sowas. Weißt du, will ich gar nicht drüber reden, weil der Podcast soll dafür nicht da sein, dass man sich da überhaupt Gedanken macht, weil man sowieso jeden Tag zugeschossen wird. Ich will das auch nicht, weil das mich innerlich einfach nur aufwühlt, weil es mich einfach nur ankotzt. Deswegen lasse ich es auch größtenteils sein und mache das nur noch dezent. Ist verständlich. Aber egal, was man schaut, ich habe keinen Bock mehr. Ich mittlerweile überlege ich einfach, ob ich mich irgendwo in die Wildnis mal absetze, weißt du, und einfach mal chille. Einfach nur mal die Lockrufe der Tiere höre. Muh. Muh. Nee, Schimpansengeräusche kann ich nicht. Knack, knack, knack. Nee, ich kann das nicht sehr gut. Habe ich auch eine Ente oder so irgendwas, was ich hier habe? Warte mal. Habe ich irgendwas? Ach ja, ich habe einen Elefanten. Moment. Glauben
glauben Sie mir, diese Badehose ist der Schlüssel zum Rüssel. Ist gekauft! Ich würde alles dafür geben, um seinen Elefanten kennenzulernen. Ja, Safari mit Elefanten, da hätte ich mal Bock drauf. Ich glaube, ich brauche irgendwas. Mittlerweile kann ich echt, ich sag so viel mittlerweile. Also ich kann Leute jetzt verstehen, die 5-6 Jahre lang Fitness-Content gemacht haben und auf einmal so Mindset-Scheiße machen. Weil sie einfach satt sind von dem ganzen Dreck und sich dadurch einfach nur aufgewühlt haben. Nicht, dass ich das jetzt machen würde, niemals würde ich so eine Scheiße machen. Aber ich kann es jetzt verstehen. Weißt du, die sich damit beschäftigen, sich da reflektieren und so. Es ist krass. Es ist krass. Deswegen, gefühlt alle 7 Jahre verändert sich immer alles. Ja. Also Pixel, du hast jetzt noch 6,5 Jahre, dann bist du auch bei mir weg. Reicht dir die Zeit? Ja, schon ein bisschen. Naja, 6,5. Ja, es ist fast 2030. Aber was ich gerne machen würde, ich würde gerne mal so Kurzfilme drehen. Ich hab ja schon seit Jahren vor, mein Transgender-Ray zu drehen. muss ich mal schauen. Ja, solche Sachen. Aber wenn ich dann sowas anfange, habe ich weniger Zeit für irgendwas anderes. Weißt du, weil ich da komplett dann da drinnen, ich weiß, dass ich da drinnen nicht versumpfe, da drinnen dann aufgehe. Das ist halt sowas, was mich gerade sehr antreibt, so Special Effects und so Videos machen. Und vielleicht auch mal andere Videos als diese Fitness-Spastis. So überzogen. Ich weiß nicht, wo es hingeht, keine Ahnung. Klingt sehr interessant und auch bestimmt sehr lustig. Ansonsten machen also, wir den. Das Ergebnis. Ansonsten würde ich den Podcast dann einfach nur noch ausstrahlen. Ohne Video, dass man den einfach aufnimmt und auch hochlädt. Weiß ich nicht. Je nachdem, was es für ein Mehrwert ist, wenn man das Video nicht dazu hat. Keine Ahnung. Also, ihr könnt mir gerne mal Vorschläge machen. Es ist jetzt noch nichts final. Ich weiß noch nicht. Ich will mich dazu bis Ende des Jahres dann entschlossen haben, was ich hier dann weiter drauf mache. Und ich habe das jetzt auch wollte das auch am Ende machen. Für die Leute, die uns auch bis zum Schluss hören, da die es einfach verdient haben, dass man mal so einen Brain Talk mit ihnen führt. Weißt du? So. Mhm. Weil ich weiß, wie das ist, wenn Leute aufhören, die man feiert, die man cool findet und auf einmal ist dann halt alles weg und ich bin halt sehr traurig bei sowas. Aber mittlerweile verstehe ich auch, kann ich auch so schon manche Umstände verstehen. Ja. So. Habt keine Angst, irgendwie geht's hier immer weiter auf den Kanal. Also das habe ich definitiv vor. Aber was daraus dann wird, vielleicht kommen dann auch, splitten wir auch die Show, hatten wir auch schon drüber nachgedacht, dass dann Montag und donnerstags eine Folge irgendwas kommt. Ich weiß es nicht, wie es sich halt anfühlt und wie der Content halt ist. So. So, Pixel, lass mal so stehen, wir gehen zocken. Ich brauche jetzt Ablenkung von den ganzen Trash hier aus dem Internet. Ach nee, warte, wir haben noch TikToks. Nein, wir haben noch TikToks. Rausschmeißer. Oh nee, warte mal, ich muss mal gucken. Oh, das sind, nee, wir machen nur einen TikTok. Das andere können wir für die nächste Show wiederverwenden. Recycling gehört alles ins Meer. Der Trickficker. Kennst du den Trickficker? Nein, ich bin gespannt. Wurdest du schon mal getrickfickt? Kann ich erst sagen, wenn ich das Video gesehen habe. Ich sag schon, dass du wurdest nicht nur einmal getrickfickt. Komm. Tja, Frau Grabosch, sieht fast so aus, als wären Sie Opfer eines sehr bekannten Trickfickers geworden. Eines Trickfickers? Ja. Deutet alles darauf hin. Ich habe schon so viel darüber gelesen. Aber dass das mich mal erwischt, das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Ich weiß nicht, ob es Sie tröstet, aber Sie sind nicht die Einzige. Der war so schön zu mir. Tja, das ist ja gerade der Trick von Trickfickern. Ach Mensch, ich Depp. Wie gehen Sie denn jetzt weiter vor? Die Kollegin Wegener hat sich bereit erklärt, sich ab nächster Woche verdeckt durch die Kölner Barszene zu ficken. Und sie wird auf diese Weise versuchen, den Trickficker zu identifizieren. Ihr kann ich ja irgendwie helfen. Ich meine, ich weiß ja, wie er aussieht. Das ist nett gemeint, aber das überlassen Sie mal lieber der Polizei. Die Frau Wegener wurde extra dafür ausgebildet. Also passt auf, dass die Trickficker euch nicht ficken. So. Ja, so, als habt ihr in die Science-Trologen-Welt eingeblickt. Oh, Elron Flexbert, unser Science-Trologen-Führer, Erbauer der Science-Trologen-Kirche. Zukünftiger Jupiter-Astronaut und zukünftiger Segelboot-Besitzer wird uns schon den Weg. Ich muss das noch länger machen. Wird uns schon den Weg weisen. Wisst ihr Bescheid? Ich bin raus, ich zieh jetzt noch meine Hose aus. Warten, tschüss! Oh,